Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part haben wir das vorletzte Gebiet freigeschaltet, beziehungsweise vom Turm. Das, was ich halt noch offscreen machen muss. Ich muss noch die Challenge-Karte aktualisieren und die Crocs nachreichen, die ich offscreen gefunden habe, beziehungsweise noch finden werde oder mich noch ein bisschen genauer umsehen werde. Heute sind wir im Donnerplateau. Ich bin mal gespannt. Ich kann jetzt schon mal sagen, dass ich nur Holz tragen darf. Selbst das Master Sword darf ich nicht mit mir führen. Ich nehme Polarstab. Und nehmen wir das Wächterschild. So sollte das passen. Ich werde, denke ich, heute halbe Stunde, 40 Minuten streamen, je nachdem, wie schnell wir vorankommen. Das ist auf jeden Fall Kugeln. Komm, Link, rauf da. Jump. Hier ist eine Kugel. Aber wo muss die hin? Ich leg die erstmal nach. Da ist noch so eine Kugel. Ich hau die einfach mal in die Richtung hin. Ich hoffe, ich kann Stasis anwenden. Ah, es geht. Okay. Und ich muss natürlich gleich wieder wechseln. Okay, das war nicht doll genug. Oh, da war wahrscheinlich eine Zitterlibelle. Die hatten wir, die kannten wir noch nicht. Oder? Da ist eine Zitterlibelle. Ah. Die brauchen wir noch für eine Sidequest. Bleib hier. Zitterlibelle. Diese seltene Libelle zeigt sich nur bei Regen. Ihre Flügel leiten statische Elektrizität von ihrem Körper weg. In Medizin verleihen sie entsprechenden Widerstand. Okay. Ich versuch's mal von hier aus. Das ist so lächerlich. Ich muss mich erstmal ausrichten. Ah, das sieht gut aus. Ah, das ist. Ich muss ja auch erstmal Stasis anwenden. Bleib stehen. Ich suche mir mal eine andere Position. Ah, da hinten wird es, glaube ich. Was? Ja, da hinten geht es, glaube ich, ein bisschen einfacher. Da ist auch noch eine Kugel, Alter.
Ich glaube nicht, dass das reicht. Juhu, es reicht. Rivali, ich brauche aber deinen Wind. Oh, okay. Das sind drei Kugeln, eine fehlt noch. Ich hatte hier noch eine gesehen. Jawohl. Okay. Gar nicht so einfach, weil das auch glitschig ist. Jetzt hier einmal Status drauf. Richtig ausrichten und dann sollte das passen. Noch ein bisschen nach links. So, ja. Zwar nicht ganz so perfekt, aber sollte reichen. Ja, sieht gut aus. Jawohl. Ich hoffe, dann hört es endlich mal auf zu regnen. Es nervt nämlich ganz schön. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es erst nachdem wir dieses Rätsel gelöst haben, aufhört zu regnen. So wie beim Mifa-Titan. Jetzt muss ich sie nur noch richtig einordnen. Der scheint hier hinzukommen. Na komm, geh rein. Rot. Kommt dahin. Jetzt geh rein da. Danke. Das sieht nach gelb aus. Oder grün. Grün-gelb. Ich weiß es nicht. Oder soll das orange sein? Ich habe keine Ahnung. Ich hau den hier einfach mal rein. Ach, Revali, haben wir noch einen? Leider nicht, okay. Und Jump. Und Jump. Und Jump. Oh Gott. Ich sammle mir das Schwert einmal kurz ein. Sonst nervt mich das hier nur. Und ja, okay. Kleines, nettes Rätsel. Hat mir gefallen. Wir probieren gleich natürlich auch noch die Amiibos aus und schauen, was wir rauskriegen. Letztes Mal hatten wir ja Reckengewand hatten wir, glaube ich, bekommen. Ich zeig's auch gleich nochmal. Aber erstmal gehen wir in diesen Schrein. Das Wetter ist ja schrecklich. Somit wieder ein Schrein weniger. Oh, dann hätten wir 97 Schreine. Ja, es ist ein Rätselschrein. Mich freut's. Wie komme ich da hin?
Schaffe ich niemals von hier aus. Oh, das ist eine Metallkiste. Vielleicht komme ich so da irgendwie hin, aber ich... Selbst so nicht. Selbst so komme ich da nicht hin, Alter. Was haben wir hier hinten denn noch? Ein Schalter. Und da muss wahrscheinlich die Kiste rauf, oder? Vermute ich einfach mal. Moment, wartet mal, was ist das denn? Nein, geh weg. Ist doch noch was. Ah, eine versteckte Truhe. Ja, moin. Was haben wir hier drinnen? Isolieres. Haben wir die nicht schon? Genau, wir haben das Windgewand beim letzten Mal bekommen, ja. Isolieres, dann hatten wir die nicht schon? Isolierrüstung 40, 28, 40, 31 sogar, okay. Das heißt, die können auch unterschiedliche Werte haben. Gibt es doch auch bestimmt ein paar Zelda-Freaks, die das Maximum rausgefunden haben. Ah, okay. Nein! Okay. Ernsthaft? Holen wir uns erstmal das Zeichen der Bewährung. Danach holen wir uns die andere Truhe. Ich hoffe, dass wir dann auch alle Truhen. Genau sein, dass es noch eine dritte gibt, aber ich glaube eher nicht. Nice. Als nächstes holen wir uns wieder einen Herzcontainer. Herzen werden sehr, sehr wichtig werden. Oh, es scheint die Sonne. Nice. Und einmal schnell wieder rein. Ich glaube, ich weiß schon, wie ich da reinkomme.
So, der kommt einmal rauf hier. Ich hoffe, dass ich so an die Truhe komme, weil anders wüsste ich nicht, wie ich da rankommen sollte. Außer eventuell mit Stasis, aber selbst das wird schwer. Sehr knapp. Nein, verdammt. Es müsste eigentlich gehen. Oder kann ich noch höher? Noch höher kann ich eigentlich gar nicht. Ich kann hier mal die Sachen wegspringen, aber ich glaube nicht, dass mir das was bringt. Nope, bringt man nichts. Es muss von dort ausgehen. Ja, knapp. Ich versuche es noch einmal. Ach, sonst, wie komme ich denn an diese Truhe ran? Die metallisch? Nein. Aber ich habe eine Idee. Die sieht ein bisschen anders aus. Hm? Zählt, da ist ein Diamant drin. Ich habe die kaputt gemacht, oder? Zählt das? Nein, das zählt nicht. Ach komm, ernsthaft. Kriege ich den Diamanten da runter geschossen? Vielleicht, wenn ich ihn einsammle. Ich weiß es aber nicht. Ja, der Diamant ist runtergefallen. Nee, der Opal. Ha, nice, das zählt, okay. Okay, dann gehen wir raus aus diesem Schrein. Ist ja auch geil. Okay, dann schauen wir mal, was die Amiibos sagen. Nehmen wir als erstes die Ritter-Amiibo. Oh, ein paar Pilze kann man immer gebrauchen, vor allen Dingen für die Gewänder-Upgrades. 5 Elektro-Pfeile, okay. Jetzt kommt der Majora's Mask-Link. Wieder ein paar Pilze, okay. Königs-Zweihänder, alles klar. Hauen wir mal Wolfling wieder rein. Jetzt kommt die Wächter-Amiibo. Ein Wächterschwert, na. Finde ich nicht so prickelnd. Geh weg, der Wolfling. Nein, ich habe ihn fast getötet. Verzieht euch. Fress was. Ah. Warte, wenn ich ihm Fleisch hinlege, dann isst er das doch bestimmt auch, oder? Nice. Okay, dann kommt der Ocarina of Time Link. Ja.
Königs Zweihänder. Ich will die Gewänder haben. Die Drop-Chance ist wirklich nicht groß. Dann kommt als nächstes wieder junger Link. Kommt jetzt Toon Link. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Glück hier. Die Windmütze! Nice! Der Held, der einst das große, weite Meer bereiste, soll sie getragen haben. Ihr Zipfel wird sachte vom Wind hin und her gewogen. Okay. Dann haben wir noch Sky Resort. Oh, Epona. Nice. Das finde ich auch mal schön. Wie viele Leisten hast du, Epona? Ja. 4 Leisten, okay. Wir werden auf jeden Fall im nächsten Part mit dir weiterreiten. Gibt es doch bestimmt noch den einen oder anderen Croc. Dann trauen die Fledermäuse sich, oder? Die sammeln wir ein. Das ist guter Stuff. Oh, ein Rasakroc. Nice. Gibt's auch voll viele Spurtkröten zu farmen. Sammeln wir alles ein. Ich weiß nämlich, dass ich die noch brauche, alle. Ah. Wolfling kümmert sich schon um die. Das ist nice. Da kann ich wirklich nur hoch mit Rabadi Sturm, oder? Ja. Weil wenn ich so... Ich kann es versuchen, aber ich glaube nicht, dass ich das hinbekomme. Ich will aber erstmal einmal rumgehen, ob hier doch noch vielleicht der ein oder andere Flitzerkrog oder Steinkrog ist. Gibt es wieder ein bisschen Stuff einzusammeln. Nice. Oh, hi, Riggers. Oh, da hinten ist eine Steinwand. Also, Wolfling hat Spaß an den Octoroks. Ich glaube, die eher weniger. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Hallo, Herr Kroggy!
Also hier kann man gut auf jeden Fall auch Fledermäuse farmen. Gefrorenes Wild. Alles klar. Das Schleichwürmchen. Oh nein, verdreht. Okay. Jetzt nervt das wirklich ein wenig. Aber Schleichschnecken sind hier, die brauchen wir auf jeden Fall. Können ja trotzdem mal versuchen, hier raufzukommen. Oh, es reicht sogar. Aber knapp nur. Und ich muss dafür auch Revali Sturm verschwenden. Gott. Oh, aber ich sehe den nächsten Krog. Oh, warum sind hier drei Steine? Ich habe keine Ahnung. Ah, doch. Ich höre Fledermäuse. Alter, wenn so ein Stein runterfällt, beziehungsweise wenn man den von unten nach hier oben schießen müsste, Alter, das wäre schon fies. Nice, und noch ein Krog. Dann nach vorne. Aber sonst kann ich keinen Krog weiter entdecken. Ich. Achso, es sind die Herzblutsümpfe. Aber kein mehr auf dem Donnerplateau. Doch, da oben. Sah zumindest so aus. Ich hoffe, dass ich hier raufklettern kann. Bin mir aber nicht sicher. Ich glaube nicht. Das ist zu steil für Link. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich versuche es auch ein bisschen schräge. Link, das schaffst du. Ja, moin, hat er geschafft. Ich wusste, hier ist ein Krog. Wehe, du gehst jetzt woanders hin. Wo ist die Krogblume jetzt hin? Ah, hier. Der Krog scheint wohl gerne zu spielen. Ich habe es jetzt nicht mitbekommen, wo die Krogblume hin ist. Aber hier ist auch noch ein Krog. Ja, moin. Da oben oder was? Nee, das ist noch ein Pfirsichreiher. Wo ist jetzt die Krogblume? Bin ich blöd? Erstmal holen wir uns diesen Krog hier. Aber wo ist denn der andere Krog? Natürlich hat das nicht gezählt. Okay, der hat aber gezählt. Wo ist jetzt die
Rockblume? Die muss ja hier unten irgendwo sein. Sag mal, wo ist denn dein Kollege? Kletter ich hier eben nochmal hoch. Aber die Krogblume kann ja nicht weg sein. Die muss ja hier irgendwo sein. Alter, es wäre fies, wenn die jetzt irgendwo wieder oben ist. Aber... ich sehe schon, es lackt wieder gerade ein wenig. Wir schauen mal hier nach. Ah, das wäre schon ein bisschen traurig. Also, so wird es bei mir. Vorsichtig, Link. Das solltest du aber wieder schaffen. Wo war jetzt der Seerosenkrog? Da. Genau, hier war der Seerosenkrog. Und hier irgendwo muss die Blume auch sein. Das gibt's nicht, ne? Ich bin wirklich bescheuert. Ich bin 100% dass das nichts mit diesem Krog hier zu tun hat. Den habe ich random gefunden. Ja, aber wo ist denn die... Hallo, Herr Kroggy. Alles klar, dann danke ich euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.